So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal leider nicht erfolgreich Speedrun gespielt mit... Oh, nee, komm, da habe ich schon keinen Bock mehr, wenn ich schon getroffen werde, weil dann kann ich nichts generieren. Okay, Curse of the Labyrinth. Da müssen wir jetzt ein bisschen rumlaufen. Jetzt kann ich zwar auch wieder nichts generieren. Ach so. Aber bei Curse of the Labyrinth müssen wir uns auf jeden Fall beide Items gleich angucken und im besten Fall auch beide Boss-Items. Ah, das ist so kacke, dass man da nicht ordentlich rauskommt. Okay, komm, wir generieren gleich den nächsten. Dann haben wir zwei. Mann! Ach so. Oh, ich konnte jetzt nichts generieren, weil... Ja, weil dumm. Einfach weil dumm. Okay, da ist der erste Bossraum. Jetzt nicht getroffen werden. Sehr gut. Das ist wichtig. Okay. Ja, schade. Ich habe auf was Besseres gehofft, logischerweise. Okay. Wir müssen kurz wegen Herzen. Oder Münzen. Also wegen Münzen eigentlich nicht, aber vor allem wegen Herzen. Oh, shit. Aber es sollte eigentlich passen. Der macht eigentlich keinen großen Ärger so. Sehr gut. Wow! Oh mein Gott, ich hätte jetzt gedacht, der trifft mich. Shit, der hat mein Viech getroffen, ne? Ja, eins zumindest. Okay, da ist der andere Itemraum. Ich versuche mal jetzt, meine Energie zu behalten und hier nicht zu wild zu schießen. Weil sonst generiere ich die wieder automatisch. Okay, da habe ich es generiert. Scheiße. Aber ist okay. Oh nein, das... Oh, das ist auch interessant. Ich habe keine Bombe, um daran zu kommen. Das ist sehr ärgerlich. Wenn ich eine Bombe hätte, würde ich sie mir... Oh, boy. Okay, da kommen wir einfach durch. Alles gut. Okay, dann ist das schon der Boss. Dann gehen wir natürlich gleich in den Bosskampf rein. Aber ich hätte schon gern noch eine Bombe für das blaue Herz bekommen. Okay, da gehen wir ganz kurz zurück. Ich komme durch den Raum hier gefahrlos raus. Und dann kann ich hier einmal schnell das blaue Herz mir holen. Das ist es mir dann doch wert, weil dann kann ich schnell noch gefahrlos... das rote Herz hier aufopfern und habe ein bisschen mehr zum Schießen. Und am Anfang, ich muss halt jetzt, das Problem ist, durch die Tiersrate, durch die geringe, ich verliere automatisch meine Herzen, weil ich die halt generiere. Das ist das Nervige. Ich muss jetzt halt aufs Ausweichen achten. Und dass der mir nicht alles kaputt schießt. Kannst du es jetzt mal lassen? Oh, Mann! Was schön ist, sobald er magnetisiert ist, kommen seine Tränen zu ihm zurück. Okay, Speed up. Ich sehe da was Schönes. Nein, 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 die Viecher müssen bei mir bleiben. Sonst überrennt er die. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mich gleich einfach umrennt. Weil der nämlich... ziemlich wild werden kann, wenn ich Pech habe. Okay. Mama mia.
Okay, da war ein Tiersab dabei. Sehr schön. So. Dann sind wir soweit zufrieden und gehen weiter. Gleich weiter. Einfach gleich weiter. Wir haben schon den Satan. Es war ja, stimmt, es war eine XL-Ebene. War eine XL-Ebene. Nach der XL-Ebene haben wir jetzt noch. Okay, wir haben sehr viel Zeit. Ist ein bisschen bald. Ach komm, scheiß drauf. Weiß, es ist ein bisschen bald, es zu machen, aber hey. So. Ja, und jetzt kann ich schön schießen hier. Ja, komm. Okay, eigentlich könnte ich mich... Ja, komm raus. Gleich weiter. Wir haben bekommen, was wir wollten. Gleich weiter. Nicht treffen lassen. Schön meine Viecher behalten. Mittlerweile kann ich schon wieder so schießen, dass ich nicht neue generiere. Das ist sehr gut. Also vor allem eben ohne stoppen zu müssen. Shop? Nee, wir haben eh keinen keinen Schlüssel. Alles in Ordnung, lassen wir gehen. Vorsicht! Ah, ich glaube, der reduziert mir gerade Viecher. Scheiß Vieh. Mistding. Da gehen wir nicht rein. Okay. Ich werde von dem Boss nochmal ein paar Viecher generieren. Weil wir sind noch nicht sonderlich stark. Aber wir haben schon mal gute Chancen für einen Engel-Deal. So, ich generiere kurz ein paar Viecher. Ich denke, so ist okay. Oh, okay. Eigentlich ein angenehmer Boss, muss ich sagen. Weil viele Möglichkeiten, ihn zu treffen immer und so weiter. Und hat jetzt nicht so krasse Attacken, die einen jetzt wirklich also wirklich gefährlich werden könnten. Wenn man so viele Schüsse hat zumindest. Sonst können die Kugeln schon manchmal nervig sein, aber so ist es völlig in Ordnung. Oh boy! Okay, komm, gib mir einen Engelraum. So, weg mit euch. Ach, das darf nicht wahr sein. Schade, aber dann beim nächsten Mal. Okay, weiter. Gleich weiter. Oh nein, Curse of the Blind, ich sehe die Items jetzt nicht. Das ist doch schon wieder Müll. Ach komm, gib mir was Gescheites. Noch gar nichts. Wisst wie. Ja, dann müssen wir es noch weitergehen. Aber sollte ich noch Münzen jetzt bekommen im Ablauf dieser Runden hier, dann gehen die auf jeden Fall zu dem Typen da oben. Weil ich den schon angefangen habe, den muss ich jetzt auch beenden. In der Hoffnung, dass er mir ein HP abgibt. Das ist was ich gerade durchaus gebrauchen könnte. Jetzt geh halt kaputt. Wir haben keine Zeit. Oh, das ist jetzt wieder blöd gefährlich hier alles. Nein, der hat ihn kaputt gemacht. Oh, wie ich sowas hasse. Der muss kaputt gehen. Dieses Drecksding da. So. Jetzt greifen wir einfach an. Okay.
Okay, Schlüssel. Bisher keine neuen Münzen. Das ist ärgerlich. Shit! Das war jetzt auch ärgerlich. Okay, was ist hier oben? Nix. Scheiße. Ah, Mann. Jetzt haben wir ganz wenige wieder zum Angreifen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist eigentlich hier drin? Ein Item. Aber ich habe halt gerade keinen, nicht viel zum Angreifen. Warten wir ab, warten wir ab, warten wir ab. Oh boy. Das war super knapp. Okay, schnell da drüben alle erwischen. Sehr schön. Shit, ey, dass mich da so gerade so viel erwischt hat, ne? Das ist wieder kein. Oh mein Gott. Warum sind die da oben? Kommt halt mal zusammen, Freunde, hier. Dass die sich immer so aufteilen müssen. So unbemerkt vor allem. Scheiße, ey, dass ich jetzt wieder so schnell so viel verloren habe. Ah, ich kann sowas immer gar nicht begreifen. Nein, nicht gut. Okay, jetzt müssen wir normal schießen. Scheibenhonig. Hat keine Energie mehr. Ein Treffer und ich bin tot. Da ist eine Bücherei. Ich hoffe, es ist eine, wo ich die Bücher einfach mitnehmen kann. Sehr gut. Sehr gut. So wichtig. Ganz wichtiges Item im Moment. Wollte nicht so viele generieren. Scheiße. Okay, irgendwo kommen die raus. Da und da. Und da ist noch einer. Drei sind's. Okay, drei sind's. Jetzt haben wir leider keinen Schlüssel mehr. Devil. Wollen wir erstmal. Ah, oh, was mache ich jetzt? Wir haben 100% Chance. Wenn ich den Kampf jetzt schaffe, haben wir 100% Chance auf Engelraum. Risiko. Okay. Er müsste doch machbar sein. Er müsste doch machbar sein. Puh, da. Das war super knapp. Aber das sollte es gewesen sein. Oh boy. Wie, du triffst mich noch. Ich haue dich so weg. Oh, yes. One of Bandages. Und Wafer. Sehr geil. So, jetzt hier. Oh, ich. Vorsichtig, nicht zu weit ins Feuer laufen. Das ist doch nicht wahr. Mann! Ich wäre gerade wirklich kurz da. Ich bin kurz davor, mein Sumptorium einzusetzen. Dann bekomme ich zwar, glaube ich, nicht so viel zurück, wie ich. Aber ich wäre erstmal sicherer. Ich will ihn jetzt auch nicht sprengen. Das Problem ist, ihr würdet jetzt weitergehen. Ihr würdet jetzt weitergehen und ich will aber eigentlich noch. Och Mann, scheiße. So.
Ich will das Item da oben wissen. Leider nichts zum Raussprengen, oder? Oh, jetzt geht es zu! Ach, weil ich dumm bin. Fuck, okay. Dann scheiß drauf. Dann du. Und du. Abflug, okay. Das ist besser. Dann jagen wir ihn noch in die Luft. LOL! Ich dachte, ich hab das schon. Ich hatte das noch gar nicht. Okay, interessant. Ich hatte das noch gar nicht. Hab ich gar nicht realisiert. Moment, ist jetzt wieder offen? Ist der wegen einer Tür offen? Ah, der geht wegen... Ah, der geht bei vollen Herzen auf, ne? Okay. Dann scheiß drauf. Da ist der Itemraum. Wie viel Zeit haben wir? Ja, wo sind wir? Wir sind in 2. Okay, das ist eh der letzte Raum. Wenn ich jetzt keinen Schlüssel kriege, habe ich eh verkackt. Also, nee, verkackt nicht, aber halt... Dann habe ich keine Chance mehr, wollte ich sagen. Ja, okay, dann ist es so. Scheiß drauf. Wir haben zum Glück durch das Book of Revelations ein schönes Item bekommen. Es hätte besser sein können, aber was soll's. So, jetzt muss ich nur wieder hoffen. Nein, wir machen es mal so. LOL! Das ist mir eine Spur zu bald. Okay. Das ist mir ein Spürchen zu bald. Hilfe. Aber ich weiß jetzt, ich kann jederzeit zum Boss laufen. Das ist sehr gut. Aber ich würde schon gerne... Ich meine, ich habe keinen Schlüssel. Das ist das Problem. Also selbst wenn ich jetzt die Räume finde, die ich brauche, ich habe eh keinen Schlüssel. Ihr würdet jetzt weitergehen, ne? Ihr würdet jetzt safe schon weitergehen. Aber die Frage ist halt, kann ich so wie ich bin überhaupt den Boss besiegen? Das ist ja das nächste Problem. Der Raum ist nicht gut für mich. Okay, wenn die so schön da zusammenbleiben, dann ist der Raum gut für mich. Wenn ich hier eine Bombe bekommen würde, wäre das auch sehr gut für mich. Das ist keine Bombe. Was gedroppt? Nein. Oh Mann. Bombe. Schnell zur Kiste zurück. Aber zeitlich ist schon wieder... Oh Mann, nee, ich muss zum Boss. Schlüssel. Es geht nach da weiter, es geht nach... Es geht nach überall weiter. Was ist denn das für eine Kacke? Ich würde gerne einen Itemraum halt haben. Da ist kein Itemraum. Da geht's da nach hinten. Ach Mann, wir gehen jetzt da nach hinten nochmal weiter. Oh! Itemraum. Okay, ich hoffe, er ist es wert. Danach ganz schnell zum Boss. Danach ganz schnell zum Boss. Und ja, er war es wert. Okay, dann nicht. Nein! Hör auf!
Scheiße, ich hab mich... Oh, nee! Ich hab nicht auf den geachtet. Ich hab nicht auf den geachtet. Kacke. So eine Kacke, Mann. So eine Kacke. So. Mann, das hätte eigentlich noch gut werden können, aber naja. Oh, ja, ja, sehr gut, 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 sehr gut. Da ist auch gleich alles in einem Haufen. Alles vertreten. Und wir kriegen gleich nochmal, jawohl, sehr schön, noch mehr Schüsse. Am Anfang gehe ich so volles Risiko, weil da ist es egal. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Okay, du kommst her. Vorsichtig mit dem Feuer. Itemartür würde ich mir fast gleich mal holen. Auch wenn ich ihn jetzt noch nicht brauche, aber ihn zu haben, ist nie verkehrt. Nein, geh nicht da. Nein, er hat's kaputt gemacht. Mann. So, ich muss die Feuer, weil Herzen, die Zeit haben wir. Und sowas. Und wir können jetzt ganz schnell noch den Beutel mitnehmen. Wir können jetzt ganz schnell noch den Beutel mitnehmen. Da habe ich auch erst überlegt, ob ich mir den holen soll. Aber so können wir den Beutel noch mitnehmen. Okay. Vorbereitung für Basement 2 ist ganz gut. Noch keine... Geh weg, bleib weg. Noch keine relevanten Items in dem Sinne. Lasst mir ganz kurz... Gebt mir kurz die Zeit. Okay, danke. War es nicht wert, aber egal. Eine Bombe, 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 eine Bombe. Da ist aber kein blauer Stein oder sowas. Nee, dann Abflug. Wobei, ja. Der wird mir jetzt wahrscheinlich auch wieder böse meine Viecher reduzieren. Weil sobald der Brimstone macht und die da reinlaufen, wird's kacke. Nein, hör auf, die anzugreifen. Nein, mich auch nicht. Nein! Scheiße, jetzt habe ich nichts mehr und ich kann nichts mehr generieren. Warte, kann ich dann vielleicht die Verwandlung machen? Dann kann ich vielleicht zumindest ihm so ins Gesicht schlagen. Sehr schön. Dann hat das doch zumindest funktioniert. So, dann füllen wir jetzt hier erstmal. Sehr gut. Knochenherzen ist immer eine schöne Geschichte mit ihm. Ihr? Abflug. So. Hoi, 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 hoi. Okay, wir müssen kurz ein bisschen angreifen hier. So. So, jetzt weiß ich nicht, wenn der nächste Ding ist, geht das Knochenherz wahrscheinlich weg, ne? Die können mir zum Glück nichts, falls sie mich angreifen. Ich nehme nur mein Spacebar-Item weg, was zwar auch kacke ist, aber das tut mir zum Glück nicht weh. Sie nehmen es nicht weg, sie nehmen die Aufladung weg. Laberscheiße, alles gut. So, also wir haben eine interessante Basis. Hat er den erwischt? Nein, okay, Gott sei Dank. Wir haben eine interessante Basis. Wow. Okay, wir haben immer noch drei. Wir haben eine interessante Basis, aber es ist noch nicht, noch lange nicht hier der Weisheit letzter Schluss, wie das hier läuft. Igitt, 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 raus da. Wow. Oh Gott.
Oh, da ist. Ich glaube, das ist das, dass die Tränen so magnetisch werden in der Mitte, ne? Ich glaube, das will ich gar nicht haben. Ah ja, macht euch alle weg, ey. Okay, ich muss neue generieren. Sonst komme ich durch den Raum hier überhaupt nicht durch. Weil ich halt noch nicht richtig angreifen kann, das ist mein Problem. So, und jetzt kann ich zumindest normal angreifen. Ach, der Knochentyp schießt auch dann Knochen, das ist ja witzig. Also der aus dem Knochenherz geworden ist. Aber der Raum dauert sonst 3 Jahre und ich kann mir das gerade nicht leisten, den 3 Jahre Raum. Mann, geh halt kaputt! Holy shit! Nice! Gute Pille. Gute Pille. So, okay. Lasst mich ganz kurz dieses Item nachschauen. Ich meine aber, wie gesagt, das wäre das, dass die Tränen magnetisch werden. Bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Stranger Tractor, Magnetic Tears. Enemies and Pickups. Now Magnetic Attack to Isaac's Tears. Genau. Ja, nee, das ist nicht so gut. Das macht manche Gegner unberechenbar dann. Oh, shit! Überhaupt nicht aufgepasst. Fuck. So. Bitte nicht nochmal so ein großer Raum. Bitte nicht nochmal so ein großer Raum. Meine Tierrate ist halt noch ziemlich kacke. Na, ihr seht es, ich schieße noch relativ wenig und langsam. Also nicht wenig im Sinne von Anzahl, aber von der... Ja, von der Tiersrate her halt. Oh nee! Ich bin tot! Hilfe! Doch nicht! Gott, ich habe mich tot gesehen. Boah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt habe ich so viele Viecher verloren in diesem engen Raum. Die ganzen blauen Herzenviecher sind weg. Scheiße. So. Komm zu Papa. Einmal neu generieren. Ah, vor allem ist mein Knochending jetzt weg. Stimmt, das kann ich gar nicht mehr wiederholen. Ah, schießt. Scheiße, siehst du? Naja, was soll's. Ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht ändern, es ist wie es ist. Jetzt geht halt weg! Boah, dass die 3 Jahre brauchen, Mann. So, weg mit euch. Okay, sehr schön, noch ein Herz. Aus Raum. Und ja, perfekt da oben hingesetzt. Genauso brauchen wir das. Die Kiste nehme ich mit. Hätte ich leider hier, wäre hier schön, wenn es hier auch gegangen. Okay. Ich glaube nicht, dass der Super Bowl besser ist. Ich glaube es bei weitem nicht. Aber lasst mich ganz kurz den Super Bowl nachschauen. Was der Super Bowl ist. Some random tears will gain the rubber cement effect and become bouncy. Ja, nee, danke. Okay, jetzt schön aufpassen. Nicht, dass der mir meine Viecher reduziert. Das wäre kacke. Das Problem ist, seine lila Tiers werden ziemlich sicher immer treffen. Meine Viecher. Das
Deswegen hoffe ich, dass ich ihm schnell genug möglichst viel abziehen kann. Damit er möglichst schnell einen Abflug macht. Sehr gut. Okay. Gut, dann Abflug. Wir haben eine ganz gute Armee wieder aufgebaut im Moment. Und zeitlich ist nicht ganz so geil, ne? Na, zeitlich ist nicht ganz so geil. Zeitlich muss ich schon ein bisschen Gas geben hier jetzt. Mann! Oh, hier geht's überall nicht weiter. Was ist das denn? Das ist wieder so ein scheiß Raum, wo ich die ganze Zeit Viecher verliere, weil überall geschossen wird. Ja, wow! Der ist einfach durchgerasselt. Drecksvieh. Du blödes Drecksvieh, ey. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Scheiße, jetzt muss ich doch in den großen Raum. Ich wollte es eigentlich genau verhindern, aber dann gehen wir halt rein. Oh nee. Vor allem, jetzt muss ich nicht nur ich ausweichen, jetzt müssen alle von mir ausweichen, diesen Schüssen da. Wir müssen zusammen... Geil. Ja, das wird nichts. Die kann ich hier nicht behalten in dem Raum. Aber meine Tiersrate ist noch so müllig, dass ich nicht richtig angreifen kann. Oh, ich hasse diese Dinger. Aber jetzt generiere ich die ganzen Dinger und dann sind sie trotzdem weg nachher. Okay, Gott sei Dank. Alter, was ein Scheißraum. Nein, ich hab gleich alles weg. Und vor allem meine Energie ist damit auch gleich weg. Meine Energie ist damit vor allem auch gleich weg. Ah, shit. Okay, Itemraum. Naja, es nützt mir nicht so viel, aber es ist erstmal okay. Da komme ich nicht vernünftig ran. Lass mal in Ruhe. Aber so viel zu meiner guten Basis. Die hat sich erledigt hier, die Basis. Shit. Ich bin halt auch noch überhaupt nicht stark. Nee. Das wird nichts hier. Also. Das ist bisher kein guter Mann. Ich meine, ein Engelraum kann alles ändern, aber den müssen wir jetzt erstmal hinkriegen. Die rennen mir jetzt wieder meine Viecher kaputt. Ich bin tot. Sollen wir noch einen Run starten? Wir starten noch einen Run. Notfalls mache ich einen Dings. Einen. Weißt du schon.
Hier. Sag schnell. Nen. Cliffhanger. Also ich spiele es auch auf volles Risiko wieder, weil ich erstens jetzt mit dem Ding, was ich habe, muss ich jetzt vor allem schneller werden. Ja, sehr gut, genau, deswegen mache ich das. Okay. Erstmal nicht so nützlich, aber vielleicht später. Man kann es erstmal mitnehmen. Meine Viecher. Das ist natürlich gar nicht gut. Vor allem so ohne Ersatz. Das ist nicht gut. Keine Bombe. Ich habe keine Bombe, ich kann nichts kaufen. Da drüben wird es zum Boss gehen, nach rechts. Ja. Aber das Itemglück, was wir in den letzten Runs hatten, haben wir aktuell. Och, du blödes Mistvieh. Haben wir. Oh mein Gott. Haben wir aktuell halt leider nicht. Muss man leider zugeben. Oh shit. Ich sollte die erst kaputt machen, nachdem wir die Räume fertig haben, weil sonst gehen, muss ich die kaputt machen mit und bevor die Räume aufgehen. Ja, das ist jetzt alles Kacke hier. Das ist jetzt alles richtig Kacke hier. So, was ist jetzt dieses Trinket, was ich da mitgenommen habe? Ein neues Trinket. Teardrop Charm. Random luck-based tier effects have an extra chance of occurring. Okay. Dann nehmen wir das erstmal mit. Und gehen weiter. Das fühle ich dann allerdings doch eher. So. Na komm, wir haben so viele Herzen. Shit. Den Treffer wollte ich natürlich jetzt nicht haben, aber hey. Oh Mann, geh weg! Drecksvieh. So. Weh, die Pillen sind nicht nützlich. Komm, Tier ist ab. Kacke hier. Dadurch, dass ich den Effekt habe, über alles drüber laufen zu können, brauche ich Hagalas eh nicht. Von daher weg damit. Okay. Speed-up ist gerade sehr nützlich.
man merkt es kaum. Lul. Man merkt es halt wirklich kaum. Oh mein Gott. Ist euer Ernst? Ja, okay. Weiß nicht, was jetzt besser ist. Wenn man nicht viel Geld hat, ist halt beides nicht so geil. Wenn man nicht viel Geld hat, ist halt das eine nicht so geil. Wenn man viel Geld hat, ist es halt nützlich. Ist jetzt so die Frage, wie viel Geld wir noch so bekommen würden. Oh, lass meine Viecher in Ruhe. Scheiße. Da hat es mich schon wieder reduziert, ey. Wie habe ich das nur vorhin die ganze Zeit gemacht, als es einfach lief? Holy shit. Und das in den anderen waren es. Was habe ich... Hatte ich halt einfach wieder Glück, ne? Ja, moin. Ach, jetzt muss ich da auch noch rein. Auch. Ach so, komm, mache ich so. Kann ich so machen. Sehr schön. Ein Schlüssel für einen Shop. Nee, komm, passt schon. Wobei, blaues Herz eventuell. Ach, hier hör auf Scheiße zu generieren, Mann. Hau weg. Nein! Wollte dich gerade noch dran hindern, du Mistvieh. Ja, komm, wir gehen in den Shop. Selbst ein 15-Item könnten wir uns mit einer Bombe holen. Ich sehe da eine Verwendung für die Batterie. Ah, Mann. Hättest du schon ruhig mehr geben können. So. Kann ich nämlich immer zwei beim Boss setzen von den Dingern. Das ist doch jetzt wieder kacke. Jetzt habe ich wieder keinen Schlüssel. Wieso kommt jetzt so eine geile Kiste und ich habe keinen Schlüssel? Oh mein Gott. Ja, geil. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Nein. Böse. Scheiße. Okay, wir lassen es für den Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.